Der Winter steht vor der Tür und ich möchte mein Fahrzeug mit verschiedenen Lackschutzprodukten ausstatten, um zu schauen, wie gut halten diese im Winter. Und wir nehmen auch das allseits beliebte Sonax Profiline Polymer Net Shield in den Einsatz. 6 Monate Standzeit wird hier versprochen. Wir hatten das ja auch schon auf anderen Flächen und in anderen Tests. Kann ich euch auch nochmal hier an der Oberseite verlinken. Hier auf der Fahrertür soll es aber jetzt mal in den Wintereinsatz. Das heißt, von hier oben bis unten zum Schweller. Und hier sind ja die Belastungen wirklich enorm. Und da werden wir mal schauen, wie lange hier das Polymer Net Shield diesen Winter durchhalten wird. Ich zeige euch nochmal in dem Video, wie man das richtig aufträgt und im Anschluss schauen wir uns dann im nächsten Teil an, wie lange das Polymer Net Shield hier dem Winter trotzen kann. Viel Spaß! Und die Flasche sollte euch ja bekannt sein, das ist eine silikonhaltige Hybrid-Polymer-Versiegelung und die hatten wir auch schon in verschiedenen Tests, zum Beispiel auch in der Waschanlage oder auch auf Kunststoff. Jetzt soll es ja hier nochmal in den Wintereinsatz. Jetzt fragt ihr euch hier, was ist das für ein rotes Viereck? Wir wollen einfach mal schauen, gibt es hier auch einen Farbunterschied, gibt es eine Look-Veränderung, wenn ich hier das Polymer Net Shield auf diese dunkelgraue Metallic-Oberfläche auftrage? Im Anschluss, wenn hier kein Effekt entsteht, werde ich die Fläche nochmal zusätzlich versiegeln, damit es eine einheitliche Schutzschicht wird. Kommen wir jetzt hier zum Auftragen. Dieses Aerosol wird nicht auf die Oberfläche aufgesprüht. Viele Leute machen das, aber ich empfehle immer die Variante mit diesen kleinen Auftragepads. Ihr könnt zum Beispiel das nutzen. Es gibt aber auch rechteckige, größere Pads. Die kann man gut zum Beispiel auf der Motorhaube oder auf dem Dach nutzen. Ich nutze jetzt hier für die Tür, weil hier auch ein paar Kanten sind, dieses kleine Pad jedem selbst überlassen. Wichtig, wie immer, Fahrzeugoberfläche reinigen, kneten, alle Verunreinigungen einfach entfernen, ganz klar, und auch nochmal entfetten. Ist alles schon erledigt, wie das funktioniert, haben wir euch ja schon in vielen Videos gezeigt. Und jetzt zeige ich euch mal meine Auftragevariante. Kräftig durchschütteln. Jetzt gebe ich mir ein so ein Spray auf das Applicator-Pad drauf. Und so mache ich das dann. Ich mache mir in der Mitte eine Längsbahn. Und jetzt beginne ich einfach von oben nach unten das gleichmäßig zu verteilen. Und da ich hier in der Mitte diese Bahn habe, habe ich immer wieder frisches Produkt. Man kann das jetzt erstmal im oberen Bereich komplett verteilen. Gehe dann auch hier unten bis zur Kante. Und es entsteht dann so eine leicht milchige Oberfläche. Den Bereich habe ich schon gut behandelt. Ich gehe nochmal hier an den Kanten lang. Hier oben nochmal eine zweite Runde. Auch über den Türgriff, Türmulde. Geht mit diesem kleinen Pad wirklich sehr gut. Und jetzt, da wir hier vorne noch den Rest haben, einfach hier genauso weiter. Einfach den Bereich komplett mit versiegeln. Ihr habt auch etwas Zeit. Ihr müsst das nicht hier nach 10 Sekunden schon wieder runternehmen. Und wenn ihr unten angekommen seid, dann macht ihr hier nochmal eine Kontrollbahn. Ihr könnt euch die Tür auch nochmal in zwei Bereiche einteilen. Ich würde euch aber empfehlen, das in einem Zug zu machen. Da finde ich das Polymer Net Shield ziemlich problemlos vom Auftrag her. Ich gehe genau bis zur Kante hier vor. Kontrolliert auch nochmal alles nach, dass ihr alles erwischt habt. Ja, sieht gut aus. Auch nochmal hier genau oben an der Kante lang. Unterm Spiegel, hinterm Spiegel und hier unten die Kante. Und dann habt ihr das gleichmäßig aufgetragen und nach ein paar Sekunden könnt ihr das jetzt auch schon wieder runternehmen. Keine lange Wartezeit. Ein dünnes Mikrofasertuch und dann gleichmäßig auspolieren. Und ich kann euch auch nochmal hier mit Richtung Lack nehmen. Da seht ihr diese ganz feinen Schlieren, die entstanden sind. Und die polieren wir jetzt einfach aus. Dann fangen wir hier oben an. Und ohne großen Druck einfach gleichmäßig in geraden Bahnen auspolieren. Ich fange erstmal hier vorne in dem Bereich an und dann kümmere ich mich hier um den Bereich am Türgriff. Erstmal mache ich das mit einer Tuchseite, dann wende ich das Tuch und poliere jetzt hier den Bereich nochmal auf Hochglanz. Aber das funktioniert echt ohne Probleme. Ich konnte das bis jetzt immer sehr gut verarbeiten. Auch hier wieder mit einer frischen Tuchseite erstmal den groben Überschuss runternehmen. Das funktioniert echt problemlos. Auch hier unten unterm Türgriff, hier vorne. Groben Überschuss runternehmen. Also von der Verarbeitung her finde ich, ist das sehr einsteigerfreundlich. Wer hier im Thema Polymerversiegelung da mal einsteigen will, der kann sich das wirklich mal anschauen. Schauen wir uns mal hier den Bereich an, ob wir hier vielleicht eine kleine Farbveränderung wahrnehmen. Und von meiner Seite aus
Ich sehe erstmal nichts. Ich nehme mich jetzt auch nochmal mit hier richtig ran und wir verändern mal die Blinkwinkel. Also es findet hier keine Farbabdunklung statt. Ist wirklich nur so ein reiner Lackschutz. Keine Farbauffrischung. Seht ihr auch nochmal hier. Natürlich versiegele ich die Fläche jetzt einfach nochmal mit. Können wir nochmal drüber gehen. Ist noch genug im Pad drin. Und nach ein paar Sekunden können wir das auch vollständig mit dem Tuch nochmal auspolieren. Jetzt lasst ihr das hier alles noch ein paar Minuten ablüften und dann können wir uns schon das Beading Sheeting anschauen hier an Tag 1. Ihr solltet das Polymer Netshield auf jeden Fall ein paar Minuten dann auch aushärten lassen. Es ist jetzt nicht angegeben, dass man das jetzt hier 24 oder 48 Stunden aushärten lassen muss. Ich habe bei meinem Fahrzeug gemerkt, bei mir reicht wirklich eine halbe Stunde, dann habe ich immer wieder denselben positiven Effekt und auch immer wieder eine gute Standzeit. Auch hier jetzt circa 30 bis 35 Minuten vergangen und wir schauen uns mal den 50-50 Vergleich an. Hier die Seite haben wir komplett versiegelt und hier auf der hinteren Seitentür haben wir kein Produkt drauf. Sprühen wir einfach mal einen ganz feinen Nebel und ich denke mal, dann sollte das hier auch deutlich werden. Also Tropfen richtig gut und ich habe ja einen sehr neuwertigen Lack, der perlt selbst die unversiegelte Seite, aber wir sehen hier deutlich, dass die Tropfen noch wesentlich eckiger sind. Und hier haben wir wirklich ein sehr, sehr gutes Abperrverhalten. Bilden sich ganz fein aus und wenn hier noch ein bisschen Wind dazu kommt, dann fließen diese Tropfen richtig schnell nach unten, kommt hier noch etwas Fahrtwind dazu, reinigt sich die Fläche schon fast von selbst. Also das ist halt ein Produkt, was eigentlich immer wieder ein gutes Bild gezeigt hat. Und hier auf der Seite sehen wir es jetzt auch nochmal. Hier bin ich vielleicht sogar mit dem Polymer Netshield etwas über die Kante drüber gekommen, weil hier sehen wir jetzt deutlich, da lässt dann das Abperrverhalten nach. Aber das ist nicht weiter schlimm. Normalerweise versiegelt ihr ja gesund so die ganze Seite und damit habt ihr dann überall diesen gleichbleibenden guten Abperleffekt. Also was sagt ihr? Ich bin echt beeindruckt. Hat sich auch super einfach auftragen lassen. Überall das gleiche Bild. Wir schauen uns auch nochmal hier drüben den anderen Bereich an. Und hier wird es ähnlich gut aussehen. Ja, also sehr, sehr gutes Bild. So stellen wir uns das eigentlich vor, wenn wir ein Lackschutzprodukt drauf machen, von dem auch so ein gutes Abperrverhalten erwartet wird. Und auch beim Beading wird es ähnlich aussehen. Ja, also super Effekt. Was sagt ihr? Schreibt es gerne unten rein. Ich denke mal, viele von euch werden es auch schon mal im Einsatz gehabt haben. Berichtet da mal eure Erfahrung dazu. Ihr habt auch von der Haptik her nicht jetzt unbedingt den glattesten Lack. So leicht rau, nicht so rau wie beim Sonax Brillenschein Detailer. Aber wer jetzt hier auf eine richtig weiche Lackoberfläche steht, der muss vielleicht zu einem anderen Produkt greifen. Mir ist das aber persönlich nicht so wichtig. Ich mag das eher, wenn hier der Selbstreinigungseffekt doch effektiv und stark vorhanden ist. Und damit geht jetzt das Polymer Netshield für euch in den Winter-Langzeittest. Hier haben wir auch den ganzen Gegenverkehr, der hier vorbeirauscht, LKWs und jetzt kommt auch noch das Salz von den Straßen dazu. Also die winterlichen Belastungen werden jetzt enorm auf die Oberfläche einwirken. Auch hier unten in dem Bereich, ich denke mal, hier wird es als erstes leiden, weil da auch das ganze Spritzwasser dann sich auf der Oberfläche niederlegt. Und dann werden wir mal schauen, wie lange hier das Polymer Netshield durchhält. 6 Monate, ich bin echt gespannt. Dieser Winter, wir wissen auch noch nicht, wie strenger wird, ob wir auch stark Minusgrade haben, viel Schnee, das werden wir alles in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten sehen. Wir sehen uns damit bei Teil 2 wieder. Sobald es hier irgendwelche negativen Auffälligkeiten gibt, bekommt ihr sofort von uns Bescheid. Bis dahin, ich freue mich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt zum Polymer Netshield oder auch hier zum Auftragen, dann gern unten in die Kommentare rein. Ihr habt ja gesehen, es funktioniert ziemlich einfach und ist auch sehr problemlos in der Anwendung. Und in den anderen Tests habt ihr schon gesehen, dass es auch auf Kunststoff in den Einsatz genommen werden kann, auch zum Beispiel auf den Frontscheinwerfern oder hinten auf den Heckleuchten. Deswegen sehr funktionell einsetzbar. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.